freuen uns drauf. Ja. Feinde auf dem Weg! Schneller, Grunts! Oder ich schmeiß euch in ihre Richtung! Spirit of Fire! Wir sehen das erste Portal und kehren zur Basis zurück. Ohne einen Kampf schaffen wir es wohl nicht zurück. Sollen wir recht sein. Dieses Mal sind wir vorbereitet. Jerome, das erste Portal ist markiert. Danke, Isabel. Wir haben unseren Befehl. Neutralisiert jedes Portal, bis wir bei der Steuereinheit der Verbanden sind. So, finden und zerstören Sie die Teleporter-Zugriffsgeräte der Verbanden. Dann machen wir das einfach mal. Wie man schon sieht, wir haben hier ein neues Terrain. Ja, das sieht sehr hübsch aus. Ja. Ich bin unterwegs. Kannst du dazu was erklären? Also was ist jetzt hier... Nee. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass das eher halt an eine andere Alien-Rasse angelehntes Terrain ist. Also, dass man gerade an erdähnlicher Struktur war und jetzt könnte das eine Struktur von den Eliten oder so oder von den Grunts sein. Davon erholen die sich feindliche Bodenkopf wollen mich einfach. Douglas, du siehst viel besser aus als bei unserem letzten Treffen. Ich hab's nicht länger im Krankenbett ausgehalten, also mache ich mich etwas nützlich. Aber beim nächsten Mal einfach ausweichen, ja? Ich bin der Meinung, es gab bei Halo bei irgendeinem Teil. Verlass dich drauf. Auch mal sowas ähnliches zu wieder Dingern. Ja, bei Halo 1 gab es ein paar Sachen. Ich bin unterwegs. Aber da gab es ja auch Bäume und. Also das war ja immer mal so geregelt. Die Verbanden schützen diese Seite besonders gut. Eventuell gibt es einen anderen Weg. So, da müssen wir wieder diese... Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Habt ihr drüben ein paar Drecksäcke? Joe, die Verwandten nutzen Zugriffsgeräte, um ihre Truppen durch die Portale zu bringen. Zerstören sie die Geräte, dann bekommen sie keine Verstärkung mehr. Wie sollen wir denn da nur rüberkommen? Parken auf dem Weg. Rück aus. Bin unterwegs. Wir haben die Verbanden vom Portal abgeschnitten. Gute Arbeit. Sie haben die Kontrolle verloren und wir können weiter zum nächsten Portal. Ist markiert. Okay, also das benutze ich dann jetzt. Oh, Tatsache. Weg. Portal benutzen oder wie? Ja, ja. Ich glaube, mein Tank ist unter. Ich brauche Reparaturen. Und hier können wir die Brücke dann bauen. Zack. Alle Einheiten. Ich bin unterwegs. Brücke aus. Sieht nach einer ganz neuen Bedrohung aus. Isabel? Okay, was ist das denn? Die Verwandten nennen sie Reaver, Flugabwehrläufer. Reaver? Die Sprungfähigkeit nutzen sie für Überfälle. Einheiten, Jerome. Mit dem Abschuss des Reavers ist der Luftraum wieder sicher. Ich schicke Ihnen ein paar Hornets als Eskorter. Hornets! Wenn Sie das nächste Portal erreichen, sollten Sie Aufklärer vorausschicken. Wir wissen nicht, was uns auf der anderen Seite erwartet. Verstanden. Wir hatten eh schon genug Überraschungen. Okay. Sieht nach einer ganz neuen Bedrohung aus. Heißt schon mal, darüber gab es vorher noch keine Infos. Okay. Also können wir nur spekulieren. Das ist ja auch nicht schlecht. Die sagen ja Luftabwehr. Wir haben Decimus gesichtet. Also solltest du deine Hornets zurückhalten, wenn du die Dinger siehst. Mhm. Schon wieder Decimus. Ja. Auf das Portal konzentrieren, Spartan.
Decimus kann warten. Bumm. Bin unterwegs. Anführerfähigkeit bereit. Jerome, schicken Sie ein paar Aufklärer durchs Portal, um die Lage zu sondieren. Wir sollten da nicht blindlings durch. Was soll schon schief gehen? Ich soll jetzt hier eine Base aufbauen? Okay, eine Feuerbasis. Na dann. Rück auf! Parken auf dem Weg. Was ist los, Menschen? Gebt ihr auf? Ich warte auf euch! Captain, über dem Gebiet vor uns sind noch immer starke Energiesignaturen. Das ist eine Falle. Decimus richtet eine Todeszone ein. Jerome, umgehen Sie das Gebiet mittels der Portale. In Bewegung. Gut. Alle Einheiten. Können Luftdepot bauen. Als wahrscheinlich mehr Hornets. Eine Routinearbeit. Nachschubmodul errichtet. Generator errichtet. Bisschen Ressourcen gesammelt. Ja, Anführerfähigkeit gerade das bereit. Extremst. Ich bin unterwegs. Parken auf dem Weg. Garage errichtet. Ich kümmere mich drum. Verstanden. In Bewegung. Bin schon ganz fest darauf, die böse Jungs zu jagen. Das wird den Weg aus. Parken auf dem Weg. Ich bin unterwegs. Rück aus. Parken auf dem Weg. Hier können wir, glaube ich, nichts weiter machen, ne? Waffenkammer errichtet. Rück aus. Parken auf dem Weg. Holt euch die Boote bereit. Wie viel von euch muss ich ausradieren, bis ihr euch endlich unterwerft? Haut immer ab. Habt ihr was Falsches gesagt? Unsere Basis wird angegriffen. Sammelpunkt festgelegt. Ich bin unterwegs. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Ziel eliminiert. Sie werden es bereuen, an mich geraten zu sein. So, dann ab wieder zurück. Schnell ein paar Geschütztürme bauen. Keine Ressourcen, das ist mein Hauptproblem hier. Generator errichtet. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem bei jedem Strategiespiel. Ja. Ich bin unterwegs.
Spartan auf dem Weg. Aufmachen, Leute. Der Feind. Bin unterwegs. Verstanden. Zeit zur Vergeltung. Rücke auf. Wir sind weg. Ratschere, gib die Feinde auf. Geschütz errichtet. Keine. Portal erledigt. Weiter zum nächsten. Nachschubmodul errichtet. Wollen wir ans Leder? Kommen! Raketenwerfer bereit zum Feuern. Rücke auf. Fahre los. Bodentruppen wollen wir ans Leder? Kommen! Wir laufen mit. Schade, wir haben alles hier nicht erreicht. Wir haben mehrere schon verkackt, aber... Ja, gut, darauf kommst du auch nicht an, ne? Nee. Aber ich muss zugeben, ey, diese Feuergefechte in diesem Spiel sind so wahnsinnig hübsch gestaltet. Ja, auf jeden da kann Fall. Man sich echt, da kann man sich echt drin verlieren. Also ich verstehe das, dass du deine Basis ab und zu mal so ein bisschen vernachlässigt, weil du einfach so von diesen Gefechten gebannt bist. Ja, vor allen Dingen ist es... Ja, man muss ja irgendwie... Man guckt sich diese wunderschönen Gefechte an, auch selbst wenn das gerade so automatisch läuft und du im Prinzip nichts klicken musst, weil deine Armee groß genug ist. Aber es sieht einfach gut genug aus. Es sieht einfach so richtig gut aus. Ja, das stimmt. Nachschubmodul-Upgrade abgeschlossen. Nachschubmodul-Upgrade abgeschlossen. So. Geschütz errichtet. Was können wir hier noch kaputt machen? Minibasis fertiggestellt. Minibasis fertiggestellt. Oh, da kommen aber viele Gegner, ne? Oh oh. Ja, wenn du hier schon zwei Minibasen aufstellen solltest, oder sollst, dann kann man davon ausgehen. Übernehme Gebäude. Bodentruppen hängen an mir dran. So, Gebäude und Geschütze errichtet. Generator errichtet. Und dann haben wir jetzt schon mal ein paar Geschütze hier. Er ist doch jetzt schon deutlich umfangreicher. Ja, deutlich, deutlich. Ja, es tut mir natürlich leid, das ist, ja, typisch irgendwie Twitch. Ich werde mich die Tage jetzt mal darauf machen, wie gesagt, auch auf YouTube gleichzeitig streamen zu können. Das ist, denke ich mal, deutlich besser. Also, wie gesagt, bei mir ist es so, ich habe die üblichen Firefox-Hänger, die ich bei jedem Streamer habe auf Twitch. Und die habe ich halt hier ganz normal. Und ich habe nebenbei noch YouTube offen und gucke ein Video.
sonst läuft der Stream bei mir flüssig durch. Ja gut, aber das wird ja nicht nur an dann an den Dings liegen. Sammelpunkt festgelegt. Geräten, das glaube ich nicht, aber. Ich gehe von Twitch aus mit Kompatibilität zu Anbieter und. Das denke ich, ich gehe stark davon aus, dass so an solchen Tagen gucken ja viele Streams, ja, weil sie halt ja Zeit dafür haben. Und die haben eine bestimmte Kapazität, um das zu zeigen. Und die werden natürlich auf große Streams verteilt. Ja. Da interessieren so eine kleine Streamer wie wir halt nicht, ne? Ja, ich kann auch, bei mir kann es auch sein, dass ich einfach gerade eine gute Leitung zu Twitch habe und einfach mal Glück habe, dass es vernünftig läuft. Kann sein, aber. Leider hilft das den anderen nicht wirklich viel. Nee, leider nicht. Außer durchhalten! Wir haben ein paar Marines verloren. Ja, wo haben wir denn Marines verloren? Es kann nur besser werden. Richtig. Geschütz aufgerüstet. Ich muss dazu allerdings sagen, ich gucke YouTube auch gerade nur in 144p. Das heißt, ich habe ein Milchglasbild. Na, okay. Aber für das, was ich gucke, reicht es. Na gut, wenn du so zufrieden bist, dann. Naja, ich gucke ja nur ein Video von dir, da muss das ja nicht hochauflösend sein. Ich streame hier in 1080p und 60 Frames, ja, und Meine Güte, Analytics rufen, Analytics. Ja. Sei doch froh, dass ich nebenbei noch ein Video von dir laufen habe. Sonst könnt ihr auch alternativ die Videos auf YouTube angucken. Es sind schon auf YouTube die Videos, die ersten beiden Teile. Macht auch sehr viel Spaß. Und da ist es dann natürlich auch ohne Lags. So als Tipp. Außer ihr habt eine Bambusleitung, dann habt ihr allgemein Lags. Logistik Level 1 erforscht. So, steht jetzt natürlich alles ein bisschen still hier. Upsala. Weil wir natürlich ein bisschen aufbauen müssen. Fahrzeugdepot errichtet. Warthog, bereit zum Loslegen. Der Träger leitet einen weiteren Angriff ein. Bereit machen. Feindbeschuss. Bewegung. Ja, das ist natürlich schlau, dass sie jetzt alle da durchlatschen. Sammelpunkt festgelegt. Unsere Basis wird angegriffen. Die fahren ja alle durch die Angriffe, weißt du? Du weißt doch, das Problem sitzt immer 30 cm vor dem Bildschirm. Ja. Das ist halt bei den Strategiespielen normal, dass die meistens eine Frontkampf-KI haben. Ist natürlich ärgerlich, weil die jetzt mit der halber Life hier eingetrötet kommen. Halbes Life ist ja schon mal noch wenigstens etwas. Ja. Da hast du auch schon mal den Videotitel, Half-Life in Halo. Systeme justiert. Clickbait und so. Mhm. So, Schadensbonus für Flugeinheiten. Schadensbonus für Garagenfahrzeuge. So. Granaten für Bodeneinheiten. Das upgraden wir auch mal eben. Hier können wir weiter. Jo, erforschen. Logistik erforschen. Wir hauen einfach mal rein, was wir können. Nachschubmodul-Upgrade abgeschlossen. Ja, das werden definitiv diese Ressourcenverteilung von Twitch sein. Ja.
Es ist halt Twitch. Es ist halt Twitch, ja. Frisst oder stirbt ist bei denen halt so. Ja. Wir wurden auch fälschlicherweise zweimal gebannt. Erstens, wirklich, das ist so unlogisch bei diesem... Wir haben gestreamt, ein Spiel, was noch nicht draußen war. Okay, verstehe ich. Ja. Allerdings wird ein Video im Hintergrund immer mit aufgenommen und online gestellt. Das passiert automatisch bei Twitch. Und dafür, weil dieses Video noch in der Bibliothek war, auch vor Release, wurden wir das zweite Mal gebannt. Wir hatten nicht mal die Chance, es zu löschen. Okay. Einfach ein zweites Mal gebannt. Einfach so. Das ist ja wirklich sinnvoll. Ja. Da hätte ich den Support dann aber auch für angeschrieben. Ich habe die angeschrieben, aber das ist wahrscheinlich direkt in den Müll gelandet. Das interessiert die kein Stück. Aber gut, es ist... ich kann nur hoffen, dass Beam und Twitch halt immer größer werden. Rocket Beans hat den richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Meiner Meinung nach. Ja. Weil was die Technik angeht bei Twitch, ist es unter aller Sau. Immer noch mit Flash und... Oh Gott, ganz, ganz schlecht. Ich habe HTML5. Ja, aber ich glaube, nur der Player geht über HTML5. Aber sonst die Seite immer noch Flash, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, das ist so schlecht. Also überhaupt nicht mit der Zeit und... Oh, egal, was regen wir uns auf? Ändern können wir so und so nichts. Du sagst überhaupt nicht mit der Zeit. YouTube ist auch erst vor kurzem auf HTML5 umgestiegen. Ja, schon ein Jahr her mindestens. Ja, aber das war erstmal war das anderthalb Jahre lang only for Chrome. In Bewegung. Und? Bist du über einen anderen Browser reingegangen, hattest du es nicht. Rücke aus! Aber man sieht ja, es funktioniert deutlich besser mit HTML5. Dieses, ja, klar. Ne? Ich umsonst in die Rocket Beans dahin gewechselt. Also, wird schon alles Gründe haben, denke ich. Ja, Geld ist eins davon, auf jeden Fall. Mit Sicherheit. So, ich schaue jetzt gerade mal, was wir hier noch so Schönes an Verbesserungen machen können. Nicht so viele. Noch warten, bis andere durch sind. Was haben wir denn jetzt überhaupt hier Schönes? Mal Heilung reinschmeißen. Fahrzeuglevel 2 erforscht. Luftfahrzeuglevel 2 erforscht. So. 092 ist bereit. Systeme justiert. Feinde gesichtet. Schicke Koordinaten. Lufteinheit, Feuer auf sich. Unsere Basis wird angegriffen. Es ist schon hart, wenn selbst dein Bruder aus dem Stream rausgeht. Ja, ist er schon raus? Ja, laut Zuschauerliste schon. Ja, ja gut, was wir machen, kann man. Ja, kann ich ja verstehen, ne? Ja, wenn es die ganze Zeit laggt. Ja. Geschütz aufgerüstet. Das ist jetzt kein Freifahrtschein für alle anderen hier. Nein, Scherz. Richtig. Tja. Wenn ihr alle geht, dann wird das mit den Lags nicht besser. Genau. Desto mehr Leute hier sind, desto mehr Traffic generiert das und desto mehr Ressourcen kriegt er beim nächsten Mal. Genau, so ungefähr. Ich hoffe, das ist so. Verstärkungslevel 1 erforscht. Ich bin unterwegs. Rücke aus. Parken auf dem Weg. Rücke aus. Bin unterwegs. Rücke aus. Wow, alter Schwede. What? Das könnte etwas rau werden. Das war schlecht. Verstanden. Begebe mich zu den Koordinaten. Das war sehr schlecht. Okay. Hiervon müssen wir wieder drei neue bauen. Was machen wir denn da? Verstanden, begebe mich zu den Koordinaten.
Wieso bist du eigentlich über dieses Feld gerade gelaufen, wenn du weißt, da kommen diese Laser des Todes? Ich dachte, das weiß ich, das, ich dachte, das kommt hier jetzt nicht wirklich, aber gut. Ah, siehst du. Das war mein Fehler. Du sollst auch davon durch den Teleporter, oder? Ja. Das habe ich irgendwie verpennt, ich Idiot. Aber ist er doch so ein dezenter weißer Pfeil. Farbenblind. Kannst weiß nicht von weiß unterscheiden? Genau, so sieht's aus. Verstanden, Zentrale. Verstanden, begebe mich zu den Koordinaten. Verstanden. So. Hören Sie laut und deutlich. Mit Flugeinheiten durch den Teleporter, ne? Also das habe ich auch noch nie gehört. In Bewegung. Das gibt's wahrscheinlich auch nur hier bei Halo. Oh Gott, du hast da bei mir richtig schön Teamspeak-Abbrüche. Warte mal, ich muss meinen Computer YouTube ausmachen. Hören Sie laut und deutlich. Verstanden, begebe mich zu den Koordinaten. Ich setze auf euch auf. Rückau, ich bin unterwegs. Wir parken auf dem Weg. Aber ich finde das schön, dass man mit Flugeinheiten durch Teleporter kommt. In Bewegung. So, hier können wir eine Base bauen. Oh, nebenbei RIP Internet von dir. RIP Bitte? Stream. Nebenbei RIP Internet von dir und RIP Stream. Warum? Übelsten Grafikfehler. Also das kam gerade überhaupt nicht mit meinen Coden hinterher. Komm nur her und versuch's, Decimus! Bald, kleiner Dämon. Sehr bald. Heimliche Fahrzeuge sind hinter mir her. Komm! Kann aber auch an mir liegen. Also ich hab gar keine Probleme gerade. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, liegt wohl an mir, ich glaube in Firefox. Nee. Verstanden. Begebe mich zu den Koordinaten. Auf dem Weg. So, machen wir ganz kurz eine Heilung. Basis errichtet. Oh, Feuerbasis. Garage. Kaserne. Und Luft. Garage errichtet. Wie die Bildqualität im Edge einfach mal noch tausendmal geiler ist, ne? Was? Ich habe gerade Edge gestartet und habe da jetzt nochmal das Twitch gestartet. Halt. Ja. Und ich habe einfach 60 FPS und es sieht einfach viel geiler aus. Ja. Das glaube ich. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Der Feind hat mich an. Komm mit. Luftfahrzeugdepot errichtet. So, Garage. Kaserne. Oh. Das gut. Wir haben ein feindliches okay. Gebäude zerstört. Nee, ich komme gerade nur wieder rein und sehe nur Nebenmissionen nicht abgeschlossen. Ja, ja, das ist das, was ich am besten kann, ne? Wie man zerstört, ohne Horde zu verlieren. Ja. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Streudüsen erforscht. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört.
laut und deutlich. Verstanden, Zentrale. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Gut, ich glaube, ich werde für die Streams nur noch Edge nutzen. Laut und deutlich. In Bewegung. Bodentruppen schießen auf mich. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Alles klar. Aufpassen, wir haben Feinde in der Gegend. Hier tut sie so fast leid. Anführerfähigkeit bereit. Infanterie Level 1 erforscht. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Lufteinheiten feuern auf mich! Unsere Basis wird angegriffen. So, hast aber auch einen Griff gekriegt. Gibt es Fahrzeuge, um die ich mich kümmern soll? Ist ja auch bald geschafft, wa? Mhm. Anführerfähigkeit bereit. Ich bin unterwegs. Sparken auf dem Weg. Sparken auf dem Weg. 0-4-2 müssen das Artilleriefeuer eingedenkt. Jawohl. Hornet ist unterwegs. Hornet ist unterwegs. Hören Sie laut und deutlich. Mord, kann ich endlich diese Blechdosen verprügeln? Kann ich endlich diese Blechdosen verprügeln? Okay. Ich mag die Cyclops. Ich mag diese Roboter-Dinger. Ziemlich cool. Ja, die sind auch cool. Was haben Sie heute für mich? In Bewegung. Ich bin unterwegs. Ich sehe feindliche Einheiten. Komm! Sparken auf dem Weg. Rück aus. So, wir warten erstmal kurz ab, bis noch ein paar. Genau. Gefechtsstations-Upgrade abgeschlossen. Verstanden, begebe mich zu den Koordinaten. Verstanden, Zentrale. Rücke aus. Abschuss meines Ziels bestätigt. Ich gehe auch mal davon aus, dass am Ende der Mission noch ein Boss folgt. Das glaube ich auch. Die DC müssen nochmal oder so, vielleicht? Vermutlich. Wenn ich mir die Karte so angucke, wo der nächste Teleporter hier hinführt. Hier irgendwo, ne? Ja, diese kleine Ecke da unten. Ja. Nicht zu hängen lassen, Marines! Das wird dann spaßig. Marines! Wartox habe ich gar keine, ne? Bleibt alle hinter mir. So, brauche ich mal eben drei. Nicht zu hängen lassen, Marines! Anführerfähigkeit bereit. Warthog meldet sich zum Dienst. Systeme justiert. Bereit, ein paar Rüstungen zu setzen. Zeitlob in Bewegung. Marines melden sich zum Dienst. In Bewegung. Aufgewärmt und bereit. So. Ich denke, das ist ganz gut. Warthog bereit! Ich bin unterwegs. Wir wollen ihn noch einmal heilen. Rechtsklick für Upgrade. Okay. Jetzt mal heilen wir. Und Upgrade. Upgrade. Kriege ich
ich denn hier so diese Sternchen unten rechts auf der Map? Du hast es ja auch noch nicht einmal bekommen, ne? Jawohl. Verstanden. Seien Sie vorsichtig, Jerome. Decimus hatte viel Vorbereitungszeit. Die Verbanden zeigten bisher erstaunlich große Kontrolle über die Archensysteme. Wer weiß, was sie damit alles gegen sie werfen können. Ganz recht.